Dieses neue Format zielt darauf ab, euch allen, liebe Trainerkolleginnen und Kollegen, einen Einblick zu geben in das internationale Top-Hockey und Anregungen für Training und Coaching. Gebt uns doch Feedback, ob euch das hilft. Beim Final Four Wochenende beim MHC im Herrenendspiel standen sich gegenüber der Mannheimer Hockey Club und Rot-Weiß Köln. Beide Mannschaften gespickt mit einer ganzen Reihe von Weltmeistern. In Mannheim waren also die Weltmeister zu Gast. Wir gucken rein, was hat in diesem Endspiel eigentlich den Unterschied gemacht, denn für beide Mannschaften ging es um viel. Rot-Weiß Köln wollte das Triple und die Mannheimer Herren zusammen mit ihren Mannheimer Damen den Doppeltitel an diesem Wochenende. Gucken wir rein in das Highlightspiel der Hockeyliga Rot-Weiß Köln gegen den MHC und schauen, was hat eigentlich die Kölner am Anfang in Führung gebracht. Beide Mannschaften starteten stark und es gab relativ schnell die erste Karte, in diesem Fall für den MHC. Wir sehen das hier. Das heißt, MHC in Unterzahl, Köln in Überzahl am Ball im Powerplay und wir sehen, dass Mannheim das in einer Raumdeckung verteidigt, sehr tief am eigenen Viertel. Und hier jetzt versucht Köln gar nicht mehr von ihrer Ballseite wegzulassen. Flo Pelzner versucht zu verlagern und Hugo von Montgelas versucht hier mit der Rückhand rauszuspritzen und den Ball abzufangen. Hartkopf kommt hinterher und hier hätte der MHC fast eine Kontergelegenheit aus der eigenen Unterzahl provozieren können. Doch wir sehen auch, dass Moritz Trompatz mit all seiner Qualität und Erfahrung die Situation nicht nur stabilisiert, sondern auch entscheidend verbessert. Denn aus fast Konter MHC entsteht die Führung für Rot-Weiß Köln. Und da gucken wir jetzt nochmal genauer rein. Das Powerplay um den Mannheimer Kreis herum führt immer wieder dazu, dass die verteidigende Mannschaft auf der Ballseite doch ganz schön viel Druck machen kann. Wir sehen das hier. Ein großer MHC-Block, den es jetzt gegen den Block auszuspielen gilt. Und Aaron Flatten macht das hier sehr gut mit einer kurzen Rückhandzieher-Spurwechsel-Geschichte, die jetzt ihm ermöglicht, in den Rücken dieses gegnerischen Abwehrblocks hineinzukommen. Strategisch Top-Position hier in der Mitte am Kreis. Ja, und dann, auch wenn das etwas glücklich erscheint, dass der Ball vors Tor springt, springt er eben nicht zu irgendjemandem, sondern zu Eli Matzkur, der morgens aufsteht, um Tore zu schießen und deswegen damit auch zu jeder Situation auf dem Spielfeld immer damit rechnet, dass der Ball kommt, ihn geistesgegenwärtig mit zwei Kontakten Volley Richtung Tor abfälscht. Und dann sehen wir hier auch eine sehr interessante und auch wichtige Aufstellung von Rot-Weiß Köln, nämlich drei Spieler, nicht nur Chrissy Rühr, der gleich das Tor macht, sondern drei Spieler im Rücken der Mannheimer Abwehr. Ja, hier kann man es eigentlich noch besser sehen. Drei Spieler hier im Rücken und durch die klasse Aktion von Eli Matzkur braucht Chrissy Rühl noch zu vollenden. Und das macht er wie immer spektakulär. Rot-Weiß Köln führt mit 1:0. Doch der Mannheimer Hockey Club kommt sehr engagiert aus der Viertelpause heraus ins zweite Viertel. Wir sehen hier auch angefeuert von den eigenen Fans. Jetzt ein Pfiff gegen Dani Nguyen. Es geht sofort weiter in die nächste Ebene. Auch hier ist Raffi Fischer nur mit einem Foul zu stoppen. Spiel läuft weiter. Fuß von Köln, wieder Self-Pass. Und auch da nochmal ein Pfiff. Also richtiges Powerplay jetzt von Mannheim. Ball vors Tor. Und in der Mitte vollendet Weigand zum 1:1. Und jetzt gucken wir mal genauer rein, wie dieses Tor eigentlich entstanden ist und wie es vielleicht auch hätte verhindert werden können. Die Mannheimer Fans freuen sich und Rot-Weiß Köln ist bedient. So richtig gelöst kriegen sie die Situation nicht. Und wir sehen jetzt hier in diesem Moment einen Freischlag am Kreis für den MHC. Der wird jetzt zurückgelegt, denn der Ball darf ja, wie wir alle wissen, nicht direkt in den Kölner Kreis gespielt werden. Wird jetzt zurückgelegt und dann bewusst
vielleicht könnt ihr es hier sehen, bewusst so leicht hoch reingeschlänzt, sodass es sehr unangenehm ist, für die verteidigende Mannschaft solche Bälle wegzustoppen. Und wir sehen jetzt hier den in diesem Moment tragischen und später großen Held des Spiels. Denn Van der Werden will hier vor seinem Gegenspieler den Ball abfangen und fälscht ihn dann unglücklich ab, sodass Weigand nur noch vollenden braucht. Zwei Möglichkeiten hier. Entweder kümmere ich mich gar nicht um den Ball, sondern kümmere mich hier im Zentrum vor der Box um meinen Gegenspieler und nehme den Gegenspieler so raus und gewinne den Positionskampf so sehr, dass der Ball am Ende an uns allen, Freund und Feind, vorbei am Schiri ins Aus läuft. Dann habe ich meinen Zweikampf ohne Ball gewonnen. Oder wenn ich davor komme, dann muss ich den Ball auch sicher haben. In dem Fall gar nicht leicht, weil hoch und hart. Und so kommt der MHC verdient in dieser Phase des Spiels zum Ausgleich. Und direkt nach dem Ausgleich will der MHC nachlegen und bekommt auch eine gute Gelegenheit dazu. Wir sehen hier nur 5 Minuten nach dem Ausgleich doppelte Überzahl für den MHC. Und wenn zwei solche Top-Mannschaften aufeinandertreffen, dann ist das die Gelegenheit zuzupacken. Für die verteidigende Mannschaft heißt es jetzt irgendwie überleben. Und wir gucken mal an, wie der MHC die Überzahl spielt. Wir sehen auch hier wieder eine Raumdeckung bei den Kölnern. Die versuchen, ihre Unterzahl im Raum zu verteidigen und damit den Kreis sicher zu machen. Man hört auch von draußen laute Arbeiten, Arbeiten, Jungs, Rufe. Jetzt muss richtig geackert werden. Und der MHC versucht nun, diesen Block in Bewegung zu bringen. Zunächst erstmal sehr geduldig, denn zumindest die 10 Minuten Überzahl, die sollten genügen, um in Führung zu gehen. Ich habe jetzt mal für euch Theo Hinrichs umkreist, denn der bietet sich hier noch an für das Powerplay und wird gleich ein entscheidender Spieler in diesem Angriff. Schauen wir mal genau rein. Genau, Theo Hinrichs macht nämlich aus dem Rückraum angeschlichen und am Ende aber auch mit aller Überzeugung und Willen die 2:1 Führung für den MHC klar. Der MHC spielt außenrum, von vorn zu vorn, kurze Pässe, auch hier wieder am linken Fuß, einen Mannheimer Schläger im Kreis gefunden, rausgedreht, vors Tor gelegt. Und dann gibt es einen Moment Konfusion in der Kölner Abwehr. Van Arsch und Mitspieler sind sich nicht ganz klar, wer spielt den Ball raus. Das lässt sich Theo Hinrichs nicht nehmen und schießt den MHC nicht nur mit 2:1 in Führung, sondern wir sehen es hier, MHC hat auch jetzt noch 9,5 Minuten Überzahl, vielleicht die Möglichkeit für eine Vorentscheidung in diesem Endspiel. Andreu nimmt erstmal einen tiefen Schluck aus seiner Flasche, denn er weiß, das könnte jetzt den Wimpel bedeuten, wenn es so weitergeht. Gut gespielt, über den linken Fuß, rausgedreht, vors Tor gelegt. Man sieht es hier nochmal sehr schön in der Zeitlupe. Keiner kriegt den Ball richtig weg. Und Theo Hinrichs ab ins Glück. Köln hat mit einem großen läuferischen Aufwand die 9,5 Minuten über die Zeit gebracht und die Unterzahl zu Ende verteidigen können. Das heißt weiterhin 2:1 für den Mannheimer Hockey Club. Und wir sind schon am Ende des dritten Viertels angekommen und sehen jetzt genau die andere Seite der Medaille. Denn nun hat Rot-Weiß Köln Überzahl und Mannheim muss in Unterzahl verteidigen. Wir können ja schon bei diesem Spiel vorhersehen, was jetzt passiert. Noch ist der Ball im linken Eck, da ist er leicht zu kontrollieren für die Verteidigung, deswegen zurück ins Zentrum. Und nun gucken wir mal genauer auf Tom Grambusch. Tom Grambusch ist auch international einer der Spieler mit den meisten Schlenzpässen im internationalen Spitzenhockey. Und auch hier wird schon wieder ein Schlenzball vorbereitet. Im Rücken der Raumdeckung von Mannheim hat sich Thies Ole Prinz frei gestohlen. Und Tom nimmt Kontakt auf und spielt erst ganz spät aus dieser Bewegung heraus, wo unklar bleibt für den Verteidiger, kommt jetzt ein Schlenzball oder kommt ein flacher Pass, den Ball auf die Außen.
Und durch diese Bewegung, die sowohl Schlenzball als auch flaches Anspiel möglich macht, bindet er sehr lange den Stürmer hier auf der Spur, sodass Köln jetzt außen ein bisschen mehr Zeit hat für seine Entscheidung. So können wir hier ein 2 gegen 1 runterspielen auf Thies Prinz. Und wenn Thies Prinz am Ball ist, dann ist immer Gefahr im Vollzug. Denn der kann wie kaum ein anderer im 1 gegen 1 eindringen in den Kreis. Gucken wir mal, wie er es hier löst. Das Schwierige, ihn zu verteidigen, denn auf dem Spielfeld weiß jeder, dass wenn Thies Ole Prinz an den Ball kommt, dass es dann, wie seine Initialen ja auch schon verraten werden, eine Topleistung geben wird. Wir wissen, dass er gut zockt, auch die Verteidiger wissen, dass er gut zockt und trotzdem ist er so schwer zu halten, weil es die Kombination ist, wie wir auch hier sehen, aus den schnellen Füßen und der Ballführung in der Luft. Hier durch die Schnittstelle durchgehebt, Richtungswechsel in der Luft und dann ist er nur noch mit einem Foul zu stoppen und bringt jetzt Rot-Weiß Köln zurück ins Endspiel. Die Ecke, die Thies Prinz gezogen hat, wir sehen jetzt hier inzwischen die dritte Wiederholungsecke aus dieser Aktion, die führt nun zum 2:2 Ausgleich und wir gucken mal genauer hin, warum eigentlich. Denn Mannheim hat eine extrem starke Eckenabwehr und kann auch hier auf den ersten Blick den Ball wieder entschärfen und sogar klären. Doch Rot-Weiß Köln hat einen Vorbehalt. Wir sehen hier, dass Ole Ingwersen den Videobeweis nimmt. Tom Grambusch moniert, ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet im Live-Ton, dass jetzt bei seinem Schuss hier Hugo Fomangela so ihn beeinträchtigt, dass er den Schuss nicht so durchziehen kann, wie er wollen würde, um daraus ein Tor zu machen und dass es deswegen einen 7-Meter geben soll. Wir sehen sowohl Mats als auch Tom, während alle anderen Spieler weiterspielen, sehen wir sowohl Mats als auch Tom direkt zum Schiedsrichter laufen und den Videobeweis fordern. Und wenn wir uns die Zeitlupe angucken, dann werden wir sehen, dass die Schiedsrichter sich aufgrund dieser Videobilder für einen 7-Meter entscheiden. Hier kann man gut sehen, dass hier der Ellenbogen auf den Körper draufgelegt wird und die Schiedsrichter entscheiden, dass es eine regelwidrige Verteidigungshandlung ist, die deswegen in der Konsequenz zum 7-Meter führt. Und, ja, ich habe eine Entscheidung für dich. Es ist ein Foul im Schuss, den das soll es einen 7-Meter geben und sie behalten ihren Videobeweis. Linus und Mats schmunzeln und wir gucken uns den 7-Meter an. Denn auch bei diesem 7 Meter von Christopher Rühr, sorry, jetzt war ich zu schnell, Schütze. Lohnt es sich gleich genauer hinzugucken. Nicht nur, dass Chrissy Rühr hier nach seinem ersten Tor wieder die Verantwortung übernimmt und in diesem Endspiel einen großen Einfluss auf das Spiel nimmt, indem er den Ball reinschießt, sondern auch die Art und Weise, wie er das tut. Achtet mal auf die Füße. Und wir sehen nichts, denn die Füße bewegen sich nicht. Ohne Schritt wird der Ball jetzt plötzlich ansatzlos ins Eck gedrückt. Dadurch, dass es keinen Auftaktschritt gibt für die Torhüter, unglaublich schwierig, den Rhythmus zu finden. Und damit überrascht Christopher Rühr Lukas Stumpf und bringt seine Mannschaft wieder zurück, nicht nur an die Anzeigentafel, sondern auch emotional ins Spiel. Wir sehen es hier. Mit 2:2 ging es auch in die letzte Viertelpause und direkt nach dem Anpfiff des letzten Viertels ging es richtig zur Sache. Mannheim immer noch in Unterzahl. Wir sehen gleich hier die letzten Sekunden laufen. Köln macht Druck und die Entscheidung. Pressing auf den Außenverteidiger. Starker Stil hier von Fabio Seitz. Kriegt den Pfiff. Und Köln in Ballbesitz. Wir sehen hier den Mannheimer Spieler zurückkommen von der Strafbank.
Chrissy Röhr schlägt den Ball rein. Und hier wird auf kurze Ecke erkannt. Und wir sehen gleich im Replay auch, warum. Der Ball von Weltmeister Christopher Röhr trifft den Fuß von Weltmeister Gonzalo Payat. Wahrscheinlich nur gestriffen und ganz unglücklich, aber entscheidend für die kurze Ecke. Nochmal kurz zurück zur Situation, zur Ausgangssituation, denn Köln steht hier sehr hoch und versucht, das Mannheimer Aufbauspiel in Unterzahl gut zu pressen. Das heißt, wir sehen hier das Schieben auf die Vorhandseite der Kölner alle mit. Jetzt ein sehr gutes Tackling von Fabio Seitz mit einem langen Arm, ganz viel Kontrolle im linken Unterarm, wie er den Ball rausführt. Und dann probiert es Christopher Röhr mal mit einem Hidden Hope. Ich hau den Ball einfach mal rein und hoffe, dass was funktioniert. Ich habe gerade von Trainerkollegen gelernt, man nennt es auch die Kirche machen. Auf jeden Fall kommt der Ball in den Kreis, erwischt den Fuß von Gonzalo Payat und nun gibt es kurze Ecke. Ja, 2:2, das Spiel auf Messerschneide. Wir haben gesehen, wie die Ecke entstanden ist. Jetzt gucken wir an, was bei der Ecke passiert. Und guck mal genau auf Mink van der Werden, der jetzt hier zum Held des Final Fours in Mannheim wird. Erste Ecke, unglaublich gut abgelaufen. Erstmal achtet man darauf, wie Mink hier jetzt nochmal die Position verändert. Also hier steht er noch kurz, weiß aber, dass er gegen Theo Hinrichs antritt, einen der besten ersten Wellen, die es im Hockey weltweit gibt. Und an der muss er vorbei, deswegen Wechsel auf das lange Pärchen. Aber wie wir sehen, kann Theo das früh genug erkennen und den Ball mit allem, was er hat, ablaufen. Die Kölner wieder zusammen, überlegen, wie machen sie weiter. Dauert nicht lange, haben also eine klare Idee. Wir sehen hier nochmal in der Zeitlupe, hier kann man es ganz gut sehen, wie nah dran Theo Hinrichs schon ist, trotz des Pärchenwechsels. Ja, hier kann man es nicht gut sehen, aber hier kann man es sehen und wie er den mit allem, was er hat, abläuft. Wiederholungsecke, diesmal vom ersten Pärchen. Und wir sehen schöne Bilder. Mink van der Werden in seinem letzten Spiel auf dem Hockeyplatz zum 3:2 und am Ende damit auch zum Sieg. Wir sehen gleichzeitig aber auch, wenn wir hier mal auf die beiden Wellen von Mannheim gucken, die das hier gemeinsam machen, Mario Schachner und Theo Hinrichs, wie sie sich angucken jetzt und ärgern, denn der Ball geht genau durch die beiden durch. Also hier irgendwie durch die beiden Wellen durch. Keine Chance für den Linienmann, der den Ball viel zu spät sieht und den Torwart, der sich auf das andere Eck konzentriert hat. Und man sieht, was es Mink van der Werden bedeutet, seine Mannschaft hier zum deutschen Meister zu schießen, zum Triple zu schießen und das in seinem letzten Spiel auf dem Hockeyplatz. Mannheim wirft in der Folge nach dem 2:3 alles nach vorne und wir gucken uns hier mal an, wie emotional ein Hockeyspiel eigentlich sein kann. Kurz vor Ende des Spiels folgende Szene. Mannheim baut auf. Wir sehen schon hier Theo Hinrichs, der den Ball fordert, der seinen Mitspielern sagt, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Die Zeit läuft weg, wir müssen etwas machen. Jetzt kommt er an den Ball. Und Mannheim spielt in den Kreis. Köln kann aber erst kontrollieren und dann geht es weiter. Ja, emotional fast Rudelbildung auf dem Spielfeld. Warum? Wir gucken mal genauer hin. Theo Hinrichs gewinnt den Ball, geht mit allem, was er hat, in den Kreis, um Mannheim zurück ins Endspiel zu bringen und verpasst hier beim Torschuss den Ball. Und das führt, gefährliches Spiel, wir sehen es hier vom Schiri, zum Pfiff. Und nun wird nach dem gepfiffenen Abschlag für Köln
noch einen Torschuss hinterhergespielt von Theo Hinrichs, weil er so im Zug zum Tor ist. Und dieser Torschuss trifft Antheus Barry mitten im Gesicht. Die ganze Kölner Mannschaft stellt sich vor seinen jungen Verteidiger, kümmert sich darum, dass er versorgt wird, und alle gemeinsam regulieren die Emotionen richtig gut runter. Also hier nachvollziehbarerweise so kurz vor Schluss ganz schön viel Adrenalin auf der Platte, wird aber sowohl von den Jungs als auch von den Schiedsrichtern richtig gut runtergeregelt. Und Gott sei Dank kann Antheus Barry schnell wieder aufstehen. Wir wissen alle, der ist sehr hart im Nehmen, auch schon genetisch bedingt. Aber wenn man das hier sieht, erstmal hier der Pfiff, ja, der am Ball vorbeigeschlagen, und dann der Schlag mitten ins Gesicht, dann weiß man, was da passieren könnte. Und jeder weiß auch, dass das überhaupt keine Absicht ist von Theo Hinrichs, und gleichzeitig nachvollziehbar, dass sich hier alle darum bemühen, dass es Theo Barry ganz schnell wieder gut geht. Ich habe mit ihm gesprochen, er kann am Mittwoch schon wieder beim Lehrgang auflaufen. Und dass so eine Szene so kurz vor Schluss nicht eskaliert, auch das ist eine gute und ganz wichtige Seite in unserem Sport. Einen großen Anteil daran, dass diese Situation nicht eskaliert, haben auch die beiden Unparteiischen. Hören wir mal in das Gespräch nach der Situation von Finalschiedsrichter Tim Meissner und Theo Hinrichs. Aber das war definitiv zu spät. Was? Definitiv zu spät, dass er Christian gelbe Karte hat. Ja, nein, wenn das gibt, dann. Also zwei Dinge, die wir hier sehen. Zum einen wird geklärt, dass es kein Video mehr zu dieser Situation gibt, denn das Ganze war schon auf der Leinwand. Zum anderen gibt Tim Meissner Theo Hinrichs die gelbe Karte, nicht für irgendeine Absicht, sondern dafür, dass seine Aktion Richtung Tor, sein Torschuss, zu spät nach seinem Pfiff kam, und hat also hier auch am Ende eines solchen wichtigen Spiels immer noch die Ruhe, die richtige Entscheidung zu treffen. Komm auf, definitiv. Komm auf. Wir gehen ihn auf. Definitiv. Hallo! Mein Gott, ist leer. Du bist zu spät. Punkt. Klare Ansage. Ja, ihr Lieben, im Bildungsbereich unter der Leitung von Stefan Haumann bewegt sich gerade ganz viel. Und ich freue mich sehr über euer Feedback. Dinge, die euch helfen, besser machen zu können. Von daher meldet euch auf allen Kanälen.